Okay, Hier schauen wir sehen mal. wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin Musste sein, und Entschuldigung. eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da Genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? So, jetzt sind wir schon mal wieder angekommen sind. So. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Okay. Das war also unser neues Lager, was wir entdeckt haben. So. Da unten müssen wir hin. Also, lass uns doch mal hinlaufen hier. Boah, voll schön. Guckt euch das mal an, ey. Oh Gott. Armer Kerl. Oh. Aber er hat einen Bogen. Den Bogen kann ich brauchen. Okay. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen. Das kriegen wir hin. Wir können doch schon mal hier die Pfeile nehmen, oder? So. Hier. Da auch. Okay, wollen wir mal hier hinter nochmal gucken gehen? So. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ja, es ist richtig. Du bist ein kluges Mädchen. Ich brauche eine Waffe. Ja, ich brauche erstmal Pfeile. Was wir haben, haben wir. Guck mal hier. So, müssen wir eine Waffe finden, um Hirsche zu jagen. Okay, dann lass uns doch mal gucken. Södle. Wo war denn der Hengst da? Da oben. Dann gehen wir doch mal da hin. Okay, wir müssen wahrscheinlich da irgendwie hoch. Kommen wir hier rein? Hallo? Nein. Aber das können wir tun. So, lass uns da mal rüber. Und... Da. Musst du da ran?
Komm schon, komm schon. Ich schaff das. Ja, schaffst du das. Soll ich irgendwas tun? Okay. Yes, Hallöchen. Gib mir den Bogen. Der sieht gar nicht mehr so gut aus, wa? Yeah. Provisorischer Langbogen. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Schauen wir mal. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Okay, wir müssen einen Hirsch erlegen. Dieser Hunger. Ich ja, muss etwas zu essen finden. Ich weiß. Das weiß ich absolut. Aber was ich nochmal ganz kurz machen wollte, ist... Mal schauen. Kann man hier irgendwas tun? Was, wo geht's hier lang? Ist da Hirsche? Ich höre hier irgendwas. Ist das ein Hirsch? Da ist auch noch Pfeile. Pfeile sind's immer gut. Ist das ein Hirsch? Okay, dann lass uns doch mal gucken. Das war ja nicht so klug. Tut mir leid. Die Pfeile trotzdem zurück. Ist aber kein Hirsch, ne? Doch. Ach, du arme Sau. Ah. Entschuldige. Ich kann mich ja irren, aber das Ding hatte vorher kein Geweih, oder? Gönn dir, Lara. Du musstest das machen. Du musstest es tun. Okay, zurück zum Lager. So, na dann mal. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. So. Und da müssen wir wieder hin. Lalala. Okay. Na dann. Was war hier? Pfeile. Eine Art Behälter. Geocaches. Wer hat das zurückgelassen? Tja, keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. Da hinten müssen wir hin. Können wir da von da aus irgendwie... Ich gehe einfach mal in die Richtung, ne? Und da sind wir schon. So, Lager.
Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Alles klar. Fähigkeitenmenü. So. Tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zu... Knochensammler. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig. Okay. Plünderung. Klettergewandtheit. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortbewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Hört sich gut an, können wir aber noch nicht machen. Also bis dahin können wir das tun. Pfeile wiederfinden. Das sieht gut aus. Das, Pfeile wiederfinden finde ich gut. Ich werde ganz, ganz viele, Pfeile definitiv versemmeln. Okay. So, jetzt haben wir keinen mehr. Gut. Was haben wir hier noch? Jäger-Upgrades. Was haben wir hier noch? Sicherer Schuss. Ja, sowas werden wir wahrscheinlich auch noch sehr bald machen. Gut. Dann schließen wir das. Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Also, dann wollen wir mal. Musik. Musik. Hallo? Oh, ist es da offen? Ist jemand hier? Hallo? Vielleicht der hier. Oh Mann. Verdammt. Das ist doch echt eine beschissene Idee. Sowas kann einfach keine gute Idee sein. So. Was sind das für Zeichen? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wir schauen mal. Ja, was mache ich bloß hier? Was kann einfach nicht gesund sein? Wahrscheinlich die Anzahl der Opfer, wa? Oder die Tage, wo er schon da ist. Oh Gott. Das ist verrückt.
Das ist gut. Eine Axt. Die brauche ich. Selfmade. Eine Stemmaxt. Nehmen wir. Na los! Dankeschön. Ja, nicht stehen bleiben. Verlassen Sie den Bunker. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der... Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Okay. Sieht schön aus. Hat so Ähnlichkeiten ein bisschen mit mir, ne? So das Lächeln. Ja, finde ich gut. Doch, hat was. Hat so ein... Ja, doch. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas schön. Wir gehen mal hier rein. Ach, komm schon. Das ist bestimmt keine gute Idee. Ah, das ist höchstwahrscheinlich wirklich keine gute Idee. Okay. Passiert doch irgendwas, oder? Das kann doch gar nicht gut sein. Aber wahrscheinlich gehe ich gerade wieder raus, weil ich das nämlich... Jetzt können... Oh, ist wieder offen? Backe löschen. Sam? Hast du gehört? Ja! Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Und? Lara, da bist du ja! Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Ach, Gott sei Dank. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Da habe ich ja bin übrigens nicht so ein gutes Gefühl bei. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Ja, wir werden müde. Sam? Matthias? Sam! Sam! Na toll. Scheiße! Au, Shit! Na, das ist ja super. Na, shit. Okay.
Okay. Ich hab doch gesagt, ich werde ganz viele verbabbeln. Und bitte lass nicht, dass Lara gefressen wird, ey. Nummer 2. Boah, ist das gemein und geil zugleich. Komm. Headshot. Okay, das scheint es gewesen zu sein, ne? Nur komm. Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir? Sie war hier. Mit diesem Mann, mit Reyes. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Na, hoffentlich. Du bist okay? Ja, ich... Irgendwie vertraue ich dem Typen nicht, wisst ihr das? Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Ich mag den nicht. Nicht so schlimm. Stoßen Sie zu Whitman. Haben wir noch irgendwas Neues bekommen? Wo fange ich an? Nein, haben wir nicht. Wir haben keine Fähigkeitenpunkte. Okay. Ich bin Lara Croft. Eine Archäologin von der Endurance. Gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. So, ich wollte einfach nur mal anhören, was sie zu sagen hat. Natürlich haben wir keine Punkte, das heißt... So, Laras Tagebücher, Set begonnen. Okay. Ich würde sagen, wir machen für jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, bis dahin hat's euch gefallen, so sehr gefallen wie mir. Und wir sehen uns in der neuen Aufnahme wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.